Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade ein bisschen gestresst, weil ich hole jetzt Mila ab. Ich muss hier gerade noch schnell so eine Tasche fertig machen. Ich habe keinen Rucksack gefunden mit Windeln und so weiter. Ein bisschen Essen und Spielzeug und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich schnell den Kinderwagen einladen, den Autositz wieder installieren und dann muss ich schnell los. Ja, damit ich nicht zu spät komme. Deswegen, let's go. So, Autoschale ist drinne. Muss dann auch bald mal neu gekauft werden, aber noch geht die gerade. So, und der Kinderwagen muss natürlich auch mit. Hoppala. Baby ist erfolgreich eingesammelt worden. Die ist dort hinten, die kleine Maus. Und jetzt hole ich Adrian noch ab. Ich hoffe, der kommt gleich raus. Schon wieder der Boy Adrian dabei. Aber ja. Und dann unternehmen wir ein bisschen was mit Mila. Da ist Adrian, guten Morgen. Servus. Und wir müssen jetzt noch einmal schnell zu Butni. Ich habe einen neuen Kinderwagen übrigens gekauft hier. Der hat eigentlich voll die guten Bewertungen. Und der ist schon. Also ist keine bezahlte Werbung, ne? Ja, den finde ich ganz geil. Ich habe den genommen mit hier mit so aufblasbaren Reifen. Es gibt den auch noch ein bisschen günstiger mit diesen Hartplastikreifen. Aber ich dachte mir, wenn ich mal irgendwie hier so auf solchem Terrain unterwegs bin, dass ich dann lieber den hier nehme. Genau. So, Mila ist jetzt gut eingepackt, schön die Decke drüber und noch dickere Schuhe angezogen und so weiter. Im Gegensatz zu mir, ich bin viel zu dünn angezogen, habe ich gemerkt. Es ist zwar 5 Grad, aber es ist gefühlt minus, keine Ahnung was. Wir sind beim Hagenbecks Tierpark. Es ist ein bisschen windig, weil deswegen meine Haare flattern ein bisschen Wind. Ja, wir dachten uns, wir machen mal einen kleinen Ausflug und Mila mal ein Stündchen einmal durch den Hagenbecks Tierpark laufen. Die ist natürlich noch sehr klein, ob sie da irgendwas erkennt. Aber wir waren da auch schon seit 10 Jahren nicht mehr. Deswegen sind wir gespannt. Das ist ja immer schön und so ein bisschen frische Luft tut da auch mal gut, ne? Und deswegen ein kleiner Besuch im Hagenbecks Tierpark. Der süßliche Geruch von Kot am Morgen, das ist doch was Feines. Was erwartest du denn für Tiere heute? Also ich würde sagen, ich erwarte auf jeden Fall Tiere heute. Drachen, ne? Schon. Ich freue mich voll, wenn Mila dann so alt ist, dass man mit ihr dann sowas machen kann, dass sie das auch richtig so enjoyt. Also ich bin schon echt wieder immer beeindruckt, ey, so von den Elefanten, weil die sind schon richtig groß. Ich habe die damals aber nur im Serengeti-Park gesehen, aber wenn man die hier so sieht, also das ist schon echt beeindruckend. Gerade der da hinten. Nicht los, Tannenfläche leer, ey. Alles steht rum. Komm, wir. Komm. Wirf mal ein Äpfchen rüber. Ja, warte mal. Oh, guck mal, der streckt sich sogar alles weg rüber. Oh, ist das süß. Schön, wenn man mal so mit der Natur. Jetzt leckt er mich an, ey. Oh. Schnell weg. Ja, die sind auf jeden Fall aktiv, ne? Wir sind hier bei den Langhals-Dalmatinern. Das ist auch eine Hunderasse. Heyo, wir sind jetzt durch oder wir sind jetzt aus dem Tierpark wieder draußen. Also ich muss schon sagen, ich habe am Anfang gesagt, von wegen, weil Mila ja noch so jung ist und so weiter und so fort, dass man nicht weiß, wie sie auf die Tiere reagiert und so weiter. Natürlich, wenn da jetzt welche weiter weg sind, dann erkennt sie das natürlich noch nicht und kann aber nichts anfangen. Aber wir saßen halt auch mal, zum Beispiel, ihr habt ja die Ausschnitte gesehen von den Tieren. Wir saßen halt zum Beispiel einmal da vor den, was waren das? Diese Nasenbären? Nee, was war das? Waren das die Nasenbären? Die Tiere da? Ach so, ja. Ja, auf jeden Fall, da konnte man halt nah dran sitzen an der Scheibe und das hat ihr echt gut gefallen. Hat sie auch gelacht und quasi, ja, zu bubbeln und ja, war auf jeden Fall, ich würde sagen, war schon relativ erfolgreich und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Natürlich nicht die beste Jahreszeit dafür, weil jetzt auch manche Tiere natürlich überhaupt nicht da waren, aber kann man mal machen, oder? Ja, war nett. War auf jeden Fall auch nett. Schon lange nicht mehr da. Nee, ich war auch das letzte Mal als Kind noch da, beziehungsweise als ich ein Schulreferat machen musste, habe ich die Affen gezeichnet, das weiß ich noch.
das letzte Mal da, ist aber bestimmt schon ja, über 10 Jahre her, 12 Jahre oder so. Wieder zu Hause angekommen, gibt es jetzt für Mila was zu essen. Ich mache ihr jetzt hier so ein Gläschen von Hip noch, aber viele, oder ich habe auch mit vielen geredet, die natürlich immer frisch kochen, was ja auch viel, viel besser ist. Und ja, das nehme ich mir für die Zukunft auf jeden Fall auch vor, da öfter frisch zu kochen. Natürlich geht das nicht immer, aber immer öfter. Ja, natürlich gut. Würde mich mal interessieren, schreibt mal in die Kommentare, kocht ihr immer frisch oder wie macht ihr das? Und habt ihr da irgendwelche, also macht ihr immer Freestyle, was ihr so esst, oder habt ihr da irgendwelche speziellen Rezepte? Das würde mich mal sehr interessieren. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und genau, jetzt wird gegessen und dann, ne Mausi? Sie sitzt hier gerade übrigens auf dem Boden in der Küche. Und, also ich lasse sie nicht alleine. Muss man, wenn man was mit Baby macht, muss man immer vorsichtig sein, was man sagt. Und wir haben Fußbodenheizung, deswegen nicht kalt am Bob ist. Und sie fängt hier fleißig an den, oh Mann, ich bin gerade mega fertig vom ganzen Laufen. Fängt hier an den Knöpfen rumzuschrauben. Ich habe damals, als ich Kind war, immer die Töpfe ausgeräumt und darauf rumgeschlagen. Deswegen haben manche Töpfe, die wir haben, unten noch so kleine Beulen. Habt ihr auch irgendwie sowas gemacht? Früher, als ihr klein wart, was euch eure Eltern erzählt haben. Ich finde das total, ja, witzig, was man als Kind so macht. Ne? Und was man sich da nimmt, um zu spielen, wenn kein Spielzeug da ist. Hier ist der Tatort. Hier wird jetzt schnell gesnackt und dann macht Mausi Mittagsschlaf. Den Stuhl habe ich von Ikea übrigens, falls es irgendjemand interessiert. Und Mila liegt jetzt im Bett. Ich rede sicher irgendwo bei, sie ist oben, aber sie ist genau über mir. Und ich habe hier auf jeden Fall das Babyfon, ich habe ein neues gekauft, also einfach ein eigenes, damit ich auch eins hier habe. Das ist das neuere, da ist der Display größer, keine Ahnung, aber erfüllt auch denselben Zweck. Es hat nur noch eine Temperaturanzeige, irgendwie, wie warm es in dem Raum ist. Mal gucken. 20 Grad und die kleine Maus schläft. Die schläft ganz tief und fest und ich werde mich jetzt auch kurz hinlegen. Mila ist jetzt gerade aufgewacht, beziehungsweise wurde von mir aus dem Bett geholt, nach dem Mittagsschlaf. Sie guckt gerade ganz interessiert zur Kamera. Ja, findest du witzig, ne? Ja, findest du witzig. Spielt mit der Puppe und spielt mit so einer Holzschlange, die so rasselt. Genau, wir spielen jetzt noch ein bisschen und dann wird sie auch später abgeholt. Wieder, nicht wahr? Ja, ja, sie sagt ja. Mhm. Wir sind hier gerade so ein bisschen am Lesen. Und zwar dieses Buch hier. Hopp, 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 zu Pferde. Das gucken wir uns gerade zusammen an. Nicht wahr, Mila? Gucken wir uns das gerade zusammen an? Mila guckt auch gerade in die Kamera. Und das findet sie super toll. Ich sehe ein bisschen aus wie eine Leiche gerade. Aber gut. Ich fühle mich auch gerade ein bisschen so, weil ich habe gerade noch ein bisschen geschlafen. Mila wurde abgeholt. Jetzt habe ich mir gerade was gekocht. Und zwar ein bisschen Reis mit Garnelen und Brokkoli. Zusätzlich werde ich mir jetzt hier noch Orangensaft machen. Hier mit der Presse. Hier ist noch eine Kanne voller Ingwer. Muss ich gleich auch nochmal Wasser drüber gießen. Moinsen. So, das ist jetzt kaum noch heiß, deswegen. Okay, es dampft trotzdem noch, aber. Sieht süß aus mit den Haaren so? Ist das süß? Schon, oder? Meine Nase hat eben geblutet, wieso auch immer. So, zu später Stunde habe ich noch eine Zitrone gerieben. Das Ganze ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Das wird da jetzt reingegossen. In dem Sinne, ich trinke das jetzt noch. Dann wünsche ich euch eine ganz gute Nacht. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Tag. Guten Morgen. Good morning and morning. Angezogen. Und los. Schnell noch kurz zum Bunny rein was holen. Leute, ich bin back at home. Ich zeige euch ganz kurz, was ich gekauft habe. Und zwar ist das hier einmal
Rapsöl wegen Ernährung und so weiter und so fort. Ich starte jetzt wieder mit Ernährung durch, deswegen Rapsöl für die Mahlzeiten, für Brokkoli und so weiter. Dann habe ich mir, das habe ich allerdings bei Edeka noch schnell rausgeholt, und zwar sind das Reisflocken. Die habe ich bei Edeka herausgeholt, die sind fürs Frühstück. Da mache ich dann immer mit Beeren und so weiter und ein bisschen Proteinpulver und ein bisschen Mandelmus sozusagen mein Frühstück. Mandelmus habe ich hier gekauft von Alnatura. Mega gut für die guten Fette. Dann habe ich hier auf Empfehlung von euch einen Husten- und Bronchialtee gekauft, weil, wie ihr wisst, bin ich immer noch krank. Und ich habe mir Head & Shoulders Shampoo, Haarshampoo gekauft, das benutze ich immer. Und zu guter Letzt noch Deo in zwei Geruchsdingern. Ich hatte den Haul auch bei Instagram gepostet. Ich habe das einmal hier in Granatapfel und einmal in Wasserlilie. Viele haben geschrieben, dass es ein Frauendeo ist. Es kann sein, das ist mir letztendlich egal. Ich benutze das, glaube ich, seit, keine Ahnung, seit 8 oder 9 Jahren. Da gab es das noch nicht so als mit Treibgas hier, sondern nur so als Pumpspray. Wie gesagt, benutze ich seitdem, weil das einer der ersten Deos war ohne Aluminium damals. Ich weiß, mittlerweile sagt man, das ist wieder nicht so schlimm, blablabla. Aber ich nehme das einfach trotzdem schon seit immer. Deswegen, ja, ist mir auch egal, wenn ich ein bisschen nach Frau rieche. Das ist jetzt. So, das Essen ist fertig. Richtig cleane Sache. Ich bin bewaffnet mit Messer und Gabel. Werden wir das jetzt reinsnacken? Ja! Mal gucken, wie es schmeckt. Ich hoffe, also gut sieht es ja aus, ne? Aber gesund sollte auch schmecken. Okay, let's go. Guten Appetit, falls ihr auch gerade erst beim Video gucken. Let's go! Puh, das hat auf jeden Fall gut gesättigt. War richtig lecker. Und jetzt mache ich mich fertig, denn heute Abend geht es noch los, weil es ist Freitag und ja, mehr muss ich dazu nicht sagen, glaube ich, oder Leute? Das erklärt sich von selber. Na, wer weiß schon, was passiert, wenn ich hier stehe? Richtig, ich bin kurz vorm Losgehen und zeige euch mein Outfit. Es trug sich zu, dass meine Haare ein bisschen fettig sind, obwohl ich gestern sie gewaschen habe. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich mir ein bisschen zu viel Wachs reingemacht heute Morgen, beziehungsweise gestern. Oder, keine Ahnung. Ich kann es mir auch nicht erklären, weil es muss wahrscheinlich daran liegen. Auf jeden Fall, deswegen, ich habe jetzt keine Lust nochmal zu duschen, deswegen ziehe ich eine Cappy auf. Ich ziehe die heute nach hinten auf, weil ich fühle das irgendwie mehr gerade. Also hier Holzfällerhemd, T-Shirt, Hose mit Löchern und meine Standardschuhe. Also absolut meine Lieblingsschuhe. Ist noch so ein anderes Hemd. Absolut, leider dreckig, aber ich mag ja solche Stiefel so gerne. So Leute, ich bin jetzt auf der Schanze angekommen. Radio und die anderen sind schon da. Und ich laufe jetzt ins Shisha-Café. Und ja, Schanze ist immer ganz geil so zum Chillen. Kiez ist eher so zum Feiern. Und hier ist mehr so alternativ und ja, ist auf jeden Fall ganz chillig. So, Peoples, ich bin back zu Hause. Das war ein richtig guter Abend. Ist ein bisschen länger geworden. Wir waren im Shisha-Café, ja, habe ich ja gesagt. Da konnte ich leider nicht drin filmen. Weil erstmal war es zu voll und ich war halt auch mit Freunden unterwegs und da wollte ich halt einfach mal den Abend genießen, sage ich mal. Ich hatte jetzt die Kamera schon wieder genug dabei. Ich hoffe, das versteht ihr. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt gerne einen Kommentar. Ein Abonnement wäre natürlich auch super lieb. Die Glocke könnt ihr auch aktivieren. Also ihr wisst das, denke ich mal, muss ich ja... Ich sag's trotzdem. Und ja, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Und ja, bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video. Euer Aurel. Tschüss.